Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppenkriechtiere da draußen, und herzlich willkommen zurück zu dieser 31. Episode Let's Play Transport Fever. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zurück auf diesen Kanal gefunden habt. Und wir sehen hier gerade, ja, das ziemlich ranzige Schiff einfahren. Warum auch immer es gerade scheinbar über das Wasser schwebt. Irgendwie hat es sich gerade nach oben versetzt. Aber gut, es soll uns nicht weiter stören. Es sieht auf jeden Fall sehr ranzig aus. Wie alt ist es denn inzwischen? 26 Jahre. Es hat eigentlich noch ziemlich viele Jahre vor sich und sieht dafür aber schon ziemlich, ja, ziemlich abgewrackt aus. Also ich würde da nicht mitfahren wollen. Aber gut, wir müssen ja auch damit nicht fahren. Wir müssen damit nur Geld verdienen, liebe Schuppenkriechtiere. So, und wo waren wir stehen geblieben? Beziehungsweise, was mir aufgefallen ist, in Lincoln haben wir ein Signal vergessen, liebe Schuppenkriechtiere. Und zwar in dieser Weiche muss natürlich noch ein Signal gesetzt werden. Das wollen wir hiermit auch nachholen. Zack. Natürlich stellen wir das auch wieder auf Einbahnverkehr. Mal gucken, ob vielleicht deswegen der Linienmanager nicht die Linie richtig angezeigt hatte. Nö, ich glaube einfach, es liegt daran, weil die Linie zu lang ist, dass aus irgendeinem Grund er die Linie nicht mehr erkennen kann. Aber es kann uns im Prinzip auch egal sein. So, liebe Schuppenkriechtiere, was müssen wir auf jeden Fall machen? Gut, wir waren ja noch bei Mitternachtsexpress, aber ich dachte mir, vielleicht gebe ich sozusagen euch noch eine Möglichkeit, eben mir zu sagen, ob ihr lieber wollt, dass der Zug nach Des Moines oder nach Knoxville fährt. Deswegen hätte ich jetzt in dieser Episode erstmal mich anderen Dingen gewidmet, als den Mitternachtsexpress weiterzubauen. Und hätte gesagt, lasst uns erstmal hier beispielsweise in Victorville eine, ja, vernünftige Busverbindung bauen, dass wir eben die Passagiere hier zum Bahnhof transportieren können. So, dafür brauchen wir natürlich als allererstes mal einen Busbahnhof. Ja, ich würde sagen so. Ganz nah am Zugbahnhof im Prinzip dran. Und dann müssen wir uns im Prinzip überlegen, wie soll denn der Bus von hier aus weiterfahren? Gut, ich würde sagen, ihr könnt auf jeden Fall einmal hier halten, weil dann können wir hier so eine Doppelhaltestelle machen. Zack. So, dann würde ich sagen, eine machen wir hier. Moment, wir machen mal kurz den Landwert an, einfach um uns mal auch einen Überblick zu verschaffen, wo sind denn hier welche Gebäudearten. Gut, dann würde ich sagen, eine hier. Oder doch lieber hier. Unentschlossen. Ne, machen wir sie lieber hier. Dann noch eine hier. Ja, und dann noch eine hier in der Mitte. Und das passt. Das muss jetzt nicht der komplette Kreis sein. Klar, wir haben jetzt nicht alle Geschäftsgebäude mit eingeschlossen. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch, denke ich mal. So, dann brauchen wir auf jeden Fall natürlich noch ein Straßenfahrzeugsdepot. Ich würde sagen, das bauen wir einfach hier hin. Dann haben wir hier alles beisammen, was zusammen gehört. Und dann müssen wir natürlich eine neue Linie etablieren, liebe Schuppenkriechtiere. So, zack, zack. Da lang, da lang, da lang, da lang. Dann nochmal hier entlang und dann wieder an den Anfang zurück. So, und dann brauchen wir natürlich ein paar Busse dafür. Und zwar die Fishbowls. Ich würde sagen, 6 reichen für diese kurze Strecke. Jetzt natürlich nur herausfinden, welche Linie das war. Das war die hier. Und schon geht's los. Schon haben wir hier für eine Anbindung gesorgt, liebe Schuppenkriechtiere. Hier sollte jetzt also auch der Bahnhof sich ja, besser füllen. Hoffe ich zumindest, denn im Moment ist hier noch gar nichts los. So, in Lincoln sieht schon anders aus, aber wollen die auch wirklich, nee, die wollen alle nur nach Plano und Dallas. Ich glaube, das dauert hier einfach noch einen Moment, bevor sich das eingependelt hat, bevor die begriffen haben, ah, hier fährt also auch ein Zug vorbei. Vielleicht hat er aber auch gerade die Menschen eingeladen, weil der fährt ja hier gerade erst aus. Das wäre durchaus auch möglich. So, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass es hier mal langsam, ja, was passiert. In Grand Prairie sind wir, glaube ich, schon versorgt, so ist es. Schauen wir mal, ob der Zug sich hier aufgefüllt hat. Nein, er macht hier eine komplette Leerfahrt. Gut, wird jetzt ein bisschen teuer. Aber das wird sich trotz allem mit der Zeit dann auch anfangen zu rentieren. Gut, dann haben wir offenbar an den restlichen Haltestellen schon, oder beziehungsweise an den restlichen Bahnhöfen ist ja schon alles angebunden. Ja, wunderbar, würde ich sagen in dem Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir könnten jetzt natürlich anstreben, dass der Zug hier noch weiterfahren soll.
beispielsweise nach Fairfield. Wäre eine Möglichkeit. Also muss man nicht, aber könnte man. Oder ansonsten könnten wir damit auch nach Dallas im Prinzip fahren. Auch da spräche eigentlich nichts dagegen. Ja, und dann vielleicht nach Plano. Also erst Dallas und dann Plano. Wäre vielleicht gar keine so verkehrte Idee. Und da hier sowieso noch nicht so viele Züge verkehren, könnten wir das sogar alles hier zusammenlaufen lassen wieder auf dieser Linie. Allerdings werden wir es nicht schaffen, die Züge hier in den Bahnhof reinzubuxieren. Das heißt, wir müssten eventuell noch einen zweiten Bahnhof bauen in Dallas. Ob das aber ein bisschen übertrieben ist, ob mir das überhaupt gefällt. Ach, ich weiß es nicht, liebe Schuppenkriechtiere. Ich weiß es wirklich nicht. Oder vielleicht fahren wir doch lieber nach Fairfield. Denn Fairfield hat ja tatsächlich noch keine Zuganbindung. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ja, ihr seht schon, liebe Schuppenkriechtiere, ich bin sehr, sehr unentschlossen, wie ich heute vorgehen soll. Nee, das macht mich alles noch nicht so hundertprozentig glücklich. Schauen wir mal kurz, wie es mit den Finanzen steht. Oh, wir haben minus 30 Millionen gemacht. Warum denn das? Haben wir denn irgendwas gekauft? Ach ja, wir haben... Ja, klar. Wir haben ja diese Lokomotiven ohne Ende gekauft. Und da sehe ich gerade, hier stimmt irgendwas mit Zug 15 nicht. Der sagt keinen Weg. Welcher Zug ist das? Wie kein Weg? Der hat doch einen Weg. Also ist hier doch irgendwo was kaputt. So zumindest scheint es, liebe Schuppenkriechtiere. Und ich bin gerade verwirrt, warum, weshalb, wieso. Nicht, dass jetzt hier wir gleich riesige finanzielle Einbußen haben. Checken wir mal. Ah! Gut. In dem Fall wundert mich jetzt auch gar nichts mehr. Jetzt verstehe ich auch, warum die Linie nicht angezeigt wurde bisher. Ach was, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du hier... Naja, egal. Und jetzt ist die Linie komplett okay. Gut, das wissen wir jetzt. Ich hoffe, das hat jetzt nicht für zu großen Rückstau gesorgt. Nein, im Moment ist noch alles okay. Das war eigentlich der erste Zug, der jetzt dieses Problem bekommen hat. Er sollte also jetzt ganz normal weiterfahren können. So, war er denn? Wo stand der denn? Na, jetzt bin ich irritiert. Keine Ahnung, wo der gerade eben war. Oder wo wir gerade eben waren. Ah, das muss der Zug gewesen sein. Ja. Schaut gut aus. Okay. Landwirt können wir in dem Fall wieder ausmachen. Und was wir jetzt vielleicht machen könnten, wäre zum Beispiel hier diese ganzen kleinen Käfer noch zu verbinden. Also es wäre eine Möglichkeit. Ach, ich weiß es nicht, liebe Schuppenkriechtiere, ich weiß es nicht. Inzwischen haben wir so viel schon zugebaut, dass ich gar nicht mehr weiß, was noch überhaupt Sinn machen könnte für uns. Da sind wir einfach zu krass abgegangen. Wir könnten natürlich, das wäre vielleicht eine Idee, Moment, da probieren wir das mal. Können wir das hier aufrüsten auf 3? Nein, können wir nicht. Woran das genau liegt, vermag ich nicht zu sagen, aber es geht auf jeden Fall nicht. Okay, ich wollte nur mal kurz gucken, ob es vielleicht schon einen großen Flughafen gibt, den scheint es auch nicht zu geben. Okay, was machen wir denn jetzt, liebe Schuppenkriechtiere? Wir brauchen Beschäftigung, aber ich bin so unentschlossen. Ich bin so wahnsinnig unentschlossen, wie diese Beschäftigung denn aussehen könnte. Also wir könnten zum Beispiel... Nein, könnten wir schon, aber will ich nicht, gefällt mir nicht, weiß ich nicht, sagt mir nicht zu. Wir könnten aber zum Beispiel eine Zugverbindung zwischen Huntington Beach und Los Angeles aufbauen, also praktisch nochmal einen Bahnhof, aber eben dieses Mal auf dieser Seite, vielleicht irgendwo in der Nähe des Güterbahnhofs. Eigentlich macht diese Station hier inzwischen auch überhaupt keinen Sinn mehr, weil hier stand ja mal ursprünglich der Flughafen, aber jetzt wüsste ich gar nicht, wer hier hinfahren soll. Wobei, okay, hier werden bestimmt Häuser entstehen, das können wir wahrscheinlich später wieder abreißen, denn so wirklich sinnig sieht das Ganze hier nicht aus für mich. Ja, ich weiß es nicht. Also wir könnten hier tatsächlich zum Beispiel einen Bahnhof bauen, der dann eben Indianapolis mit Los Angeles verbindet. Aber hier sind natürlich auch schon wieder so viele Gleise, hier ist schon wieder so viel von mir zugebaut worden. Mann. Da weiß man gar nicht, wo man hin soll. Mit seinem ganzen Zeug. Oder wir könnten auch Tulsa verbinden mit Los Angeles.
Und dann würde ja, glaube ich, der Bahnhof hier ganz gut hinpassen. Und dann könnten wir vielleicht sogar dieses Problem mit diesem, ja, mit diesem Bahnhof hier oder mit diesem Trambahnhof lösen. Ja, ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Das machen wir mal direkt, liebe Schuppenkriechtiere. Und zwar machen wir hier einen Durchfahrtsbahnhof, keinen Kopfbahnhof. Natürlich zweispurig und natürlich auch zweigleisig. Moment, aber natürlich mit Hochgeschwindigkeitsgleisen. Und vielleicht können wir ihn ja ganz lang machen. Und machen hier einfach einen ganz, ganz langen Zug, der hier entlang fahren kann. Also es wäre definitiv eine Idee. Und wir könnten ihn ja später auch noch durch die Stadt ziehen, wenn wir ganz verrückt sein wollen. Das ist also jetzt der 320 Meter Bahnhof. Sollen wir es wirklich tun? Komm, wir tun es, liebe Schuppenkriechtiere. Wir kennen da nichts. In der Hoffnung jetzt, dass wir hier unter der Brücke noch irgendwie durchkommen. Ohne dabei Geschwindigkeitseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Was aber ziemlich schwierig werden dürfte. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, egal, dann ist halt hier die Strecke ein klein wenig gekrümmt. Hier muss halt der Zug langsamer werden. Es geht einfach nicht anders. So und so und schon passen wir hier wieder durch. So, wo ist denn Tulsa? Da hinten, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen uns jetzt einfach in die Richtung vor. Währenddessen sammeln wir natürlich fleißig Geld auf unserem Konto. So wie sich das Ganze gehört. Zack. Okay. So, ich hoffe, wir kommen hier gut über die Straße drüber, ohne größere Probleme, ohne größere Zwischenfälle. Sieht ganz danach aus. Sehr schön. So, und Tulsa, wo liegst du? Da hinten. Das hier alles schön ebenerdig oder mehr oder weniger ebenerdig? Ja, nicht ganz. Machen wir mal so. Jetzt sieht die Sache schon besser aus. Und ich würde sagen, wir lassen hier wirklich einen extrem langen Zug fahren. Das zumindest wäre der Plan. Oder mehrere extrem lange Züge. Denn, und das hat jetzt nichts mit dem Let's Play per se zu tun, aber ich habe gesehen, es gibt noch Achievements, was weiß ich, ich glaube, belade einen Zug mit 200 Passagieren. Und auch wenn es mit dem Let's Play nichts zu tun hat, ein bisschen heiß bin ich da ja schon drauf. Genauso wie auf das Achievement erreiche 180 Stundenkilometer und erreiche 300 Stundenkilometer, auch wenn wir noch keinen Zug haben, der diese Geschwindigkeit nominell überhaupt erreichen könnte. Aber wäre schon schön. So, ich hoffe, wir kommen hier den Berg halbwegs anständig hoch. Oh, ich sehe schon, das gefällt mir gar nicht. Okay, dann machen wir das so. So. Der arme Zug, der hier durchfahren muss. Der wird ganz schön zu kämpfen haben mit diesen unterschiedlichen Höhen. Also ihr seht es vielleicht jetzt so nicht, aber wenn wir so gucken, dann seht ihr eben, es geht auf und ab und auf und ab. Wie über Sanddünen. Ja, hier werden wir ein bisschen einsickern in den Boden, es geht halt nicht anders. Oh, das sieht ja schrecklich aus. Es sieht wirklich schrecklich aus, meine lieben Schuppenkriechtiere. Und ich weiß auch nicht, wie wir das lösen können. Ja, wobei, eine Idee hätte ich schon. Wir könnten natürlich, Moment, versuchen wir mal kurz mit den Höhenlinien zu gehen, beziehungsweise nicht so krass gegen die Höhenlinien zu arbeiten. Und dann müsste die ganze Sache eigentlich theoretisch, ich sage natürlich theoretisch, vernünftiger aussehen. Aber es tut's überhaupt nicht. Ne, hier ist offenbar irgendwie so eine Mulde, die uns ein ganz böses Spielchen spielt.
Ja, wir kriegen den Zug leider einfach nicht auf 300 Stundenkilometer beschleunigt oder beziehungsweise die Strecke nicht so gebaut, dass hier der Zug noch mit 300 entlang pesen kann. Ah, das ist doch ärgerlich. Okay, dann machen wir halt noch ein Stückchen weg. Und keine Sorge, hier, das hier werden wir natürlich wieder wegradieren mit unserem Zaubertool. Das lassen wir so nicht stehen. Was ist denn hier los? Ich verstehe es gerade nicht. Warum es sich so anstellt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich begreife es nicht. So, wir versuchen es mal so. Ja, okay, also dann wird es halt hier ein Stück in den Boden versinken. Es wird halt offenbar nicht anders machbar sein, aber es ist hier jetzt nicht so extrem. Hier vorne wären wir noch ziemlich tief in den Boden reingekommen, wenn wir geradeaus weitergefahren wären. Und eben das wollte ich verhindern. So, dann nehmen wir kurz unser Magic Tool. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Jetzt bin ich gerade irritiert. Da ist es ja. So, und machen das hier alles wieder schön glatt. Ein Träumchen. Ein wunderschönes Träumchen. Und dann setzen wir hier natürlich das ganze Spiel fort. Ja, schaut okay aus. Kann man so machen. So, und jetzt müssen wir bedenken, hier kommt eben so eine Anhöhe. Ich glaube, hier führen wir am besten den Zug per Tunnel durch. Und dann könnten wir uns eigentlich auch schon überlegen, wo soll denn eigentlich hier der besagte Bahnhof stehen? Wir dürfen ja nicht vergessen, er muss ziemlich lang werden. Ich bin aber am Überlegen, ob wir hier vielleicht stattdessen einen Kopfbahnhof benutzen, denn das wäre sozusagen wirklich hier, ja, Ende Gelände. Ja, wir schauen mal. Hier muss ich noch ein geeignetes Örtchen für uns finden. Ja, ich glaube, so würde das gehen. Da müssen wir aber noch kurz diese Straße einfach mal abreißen, damit die uns beim Bau nicht stören kann. Upsala. Falsches Knöpfchen, liebe Schuppenkriechtiere, das passiert. Ah, oh, und gleich nochmal hinterher, weil es so schön war. Das war natürlich nur aus reinen Demonstrationszwecken. Und sollte in keinster Weise meine Unfähigkeit, den richtigen Knopf zu drücken, widerspiegeln. Mann, ich würde es hier gerne auf die Kreuzung draufsetzen, aber diese Kreuzung scheint sich mit mir anlegen zu wollen, aber wir sagen, haha, nicht mit uns. Nicht mit uns. So, dann müssen wir natürlich hier die Straße noch connecten. Das machen wir natürlich direkt selbst. Auf die Stadt verlassen wir uns da nicht, denn die ist leider, baut sie manchmal ziemlich in unsinnigen Kram. Und bevor sie das tut, wollen wir hier da einfach in die Parade fahren. So, und dann haben wir auf jeden Fall hier schon eine perfekte Connection zum Bahnhof. Moment, da fällt mir gerade ein. Ach, verflucht. So soll das natürlich nicht sein. Denn ich wollte gerne, und ich hoffe, das geht jetzt trotzdem noch, mehr als zwei Gleise hier haben. So, das war eine Idee, die zumindest in meinem Kopf vorschwebte. Gucken wir mal, wie viele hier eigentlich gingen. Ne, bei 6 wäre schon zu viel. 5 auch. Also nehmen wir halt die 4. 4 reichen mir auch. Denn dann können wir auf jeden Fall jetzt Los Angeles verbinden und später könnten wir dann auch zum Beispiel Fullerton noch anbinden über einen neuen Bahnhof. Port St. Louis da hinten könnten wir auch mit anbinden. Also ja, ihr seht schon, dass hier sozusagen die letzte Stadt hier in der Ecke ist und sie ist ja auch gar nicht so klein. Also sie ist nicht riesig, aber okay, sie hat nur 200 Bewohner. Ich nehme alles zurück, sie wirkt größer als sie ist, aber sie wird natürlich auch stark wachsen, sobald wir uns hier sobald wir hier eben Züge hinfahren lassen, dann vielleicht noch eine Buslinie etablieren, etc. pp., dann sollte die ganze Sache schon sehr viel besser aussehen für uns. So, und jetzt die Frage, die wir uns schon vorab stellen sollten, ist, auf welchem Gleis soll das denn enden hier? Tendenziell würde ich wahrscheinlich auf dem hier tendieren zu sagen, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Also entweder den oder den. Einen von den beiden.
Ja, ich würde sagen, den hier. So. Dann wollen wir mal direkt schauen. Beziehungsweise eigentlich hätten wir das vielleicht hier durch einen Tunnel sogar cleverer lösen können. Wir gucken mal kurz, liebe Schuppenkriechtiere. So, machen wir das weg. Versuchen hier einfach einen Tunnel durchzuziehen. Einen möglichst tiefen, um genau zu sein. So, machen wir nochmal die Höhenlinien an, um hier nochmal einen Überblick zu haben. Sind wir hier auf derselben Höhe wie dieser Gleis? Nicht ganz, aber wir kommen der Sache eigentlich schon ganz nah. Wir könnten natürlich auch versuchen, die ganze Sache noch weiter zu ziehen. Versuchen wir das jetzt einfach mal anzuklippen. Ich weiß, das wirkt ein bisschen kriminell. Ist es vielleicht auch... Aber ich wollte es trotzdem gerne mal versuchen. Oh, hier kommt es nochmal kurz raus. Das gefällt mir nicht so wirklich. Aber tiefer als so können wir es nicht setzen. Okay, wenn wir es so machen. Wie sieht denn dann die Sache aus? Dann kommt hier nochmal ein kleiner Tunnel. Nee, aber das sagt mir nicht wirklich zu. So wäre es eigentlich optimal, wenn hier nicht der Zug nochmal rauskommen müsste. Aber ist das schlimm? Eigentlich ja nicht, liebe Schuppenkriechtiere. Eigentlich ist das gar nicht schlimm. Und wir hätten auf jeden Fall gewährleistet, dass hier der Zug durchgehend 300 Stundenkilometer fahren kann. Allerdings würde ich es doch lieber hier hin snappen, also auf die linke Seite. Denn die Weiche wird auf jeden Fall hier nach rechts rausgehen. Also das ist zumindest meine eigene Überlegung. Warum genau, weiß ich selber nicht. Aber gefällt mir jetzt irgendwie von der Logik her besser. So. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir bestätigen das einfach. Brauchen wir gar nicht mehr lange drüber nachzudenken. Und dann wollen wir natürlich das Gleis auch hier hinziehen. So. Perfekt. Und dann soll das eben hier rein münden. Und die Weiche sieht zum Erbrechen aus. Natürlich machen wir sie dann wieder ab. Ihr wisst es ja, liebe Schuppenkriechtiere, die Ästhetik spielt eine nicht untergeordnete Rolle. Oder, ja, spielt keine untergeordnete Rolle, das wollte ich eigentlich sagen. Und sie sieht immer noch furchtbar aus, diese Weiche. Mann. Also das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Wo ist denn da das Problem, das so zu programmieren, dass das Ganze auf einer Höhe ist? Das kann doch nicht so schwer sein. So, probieren wir es mal so. Aber ich befürchte fast, dass wir dasselbe Problem haben. Wenn wir gucken trotzdem uns mal kurz an, wie das aussehen wird. Steigung zu groß, okay. Warum auch immer. Dann machen wir es halt kürzer, komm. So wirst du es doch wenigstens hinbekommen. Jawohl, so sieht es schon, naja, mehr oder weniger richtig aus. Hier ist noch dieser kleine Fehler, ach, gut. Liebe Schuppenkriechtiere, das ist halt hier mein Perfektionismus, der hier wieder mal zum Vorschein kommt. Da bin ich sehr pingelig, aber ich finde halt sowas wirklich ärgerlich, weil das Spiel halt einfach so hübsch ist und dann macht es sowas, ja? Wie sieht denn das aus? Ich bitte euch. Das ist eine Zumutung, also zum Glück ist hier die Gleise wenigstens, die sind ja noch okay, komm. Aber egal, ich darf mich nicht zu sehr mit solchen Blödsinn aufhalten, weil sonst kommen wir hier zu gar nichts mehr. So, dann wollen wir natürlich auch Signale schon mal anfangen zu setzen. Und desto eher, desto besser. Da müssen wir uns später nicht mehr drum kümmern, wenn wir das jetzt schon alles machen. Ein Einbahnsignal natürlich. Und solange die Linie hier noch nicht weiterfährt, können wir eigentlich hier problemlos... Moment mal, jetzt fällt mir gerade auf. Nee, ist alles okay. Kann man so machen. Und dann machen wir hier direkt... ein Zugdepot hin, liebe Schuppenkriechtiere. Oh, da würden wir direkt mal zwei Gebäude zerstören und direkt mal fast 1 Million dafür ausgeben müssen. Ist es das, was wir wollen? Eigentlich ja nicht. Versuchen wir es anders. Versuchen wir es clever. Moment, bevor wir das jetzt machen, sollten wir vielleicht erstmal das Gleis ziehen, um zu gucken, ob das überhaupt passen wird. Ja, das wird passen. Zack, wunderbar. So. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dass natürlich hier ein Zugdepot mitten zwischen den Gebäuden steht, aber hey.
Das kommt später sowieso weg, wenn wir diese Linie irgendwann mal hier durch die Stadt einfach durchführen werden. Aber ich bin ganz zufrieden. Wir haben jetzt hier eben die Tramstation direkt an den Zug oder an den Bahnhof besser gesagt angebunden. Wir haben hier das möglichst längste Gleis, das wir bauen konnten. Und im Prinzip, ja, brauchen wir jetzt hier nur noch einmal hier eine Weiche aufzustellen, logischerweise. Damit der Zug eben wieder hier auf dieses Gleis kommen kann. So, ich hoffe, das Ganze funktioniert halbwegs und sieht halbwegs vernünftig aus. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir probieren es mal kurz. Ja, doch. So sieht das durchaus okay aus, das kann man machen. Und dann brauchen wir natürlich auch hier wieder ein Signal, liebe Schuppenkriechtiere. So. Rechtsverkehr. Moment, jetzt bin ich gerade irritiert. Müsste ja bedeuten, dass der Zug von hier kommt, oder? Ich glaube schon. Also wenn ich mich fahrlässig vertan habe, dann werden wir das spätestens feststellen, wenn wir die Linie gleich versuchen zu etablieren. So. Und so. Aber es sieht alles genauso aus, wie es aussehen soll. Ja. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Haben wir gut gemacht, liebe Schuppenkriechtiere. Und jetzt können wir im Prinzip auch schon unseren ersten Zug fahren lassen. Und ich habe vorhin gesehen oder vor kurzem gesehen, dass ja hier sogar eine neue Elektrolok dazu kam. Wollen wir mal gucken, ob die was taugt. Naja, die hat 240 Kilonewton, erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 201 Stundenkilometer, hat einen recht hohe Betriebskosten, das muss man dazu sagen. Ja, ansonsten auch dieser Zug wäre vielleicht gar nicht so uninteressant, denn er hat immerhin 410 Kilonewton, recht geringe Betriebskosten, fährt allerdings sehr langsam mit 105 Stundenkilometern, das muss man dann auch gleichzeitig dazu sagen. Wir könnten natürlich auch hier diesen Zug fahren lassen. Das Problem ist nur, da es ja ein Triebwagen ist und eine vordefinierte Anzahl an Waggons hat, können wir dann den Bahnhof nicht richtig nutzen. Oder wir nehmen hier den samt Triebwagen, der hat dann ordentlich Kilonewton. Ja, komm, wir nehmen den hier. Lasst uns da gar nicht drüber allzu lange nachdenken. Dann hängen wir hier noch von diesen... Moment. Ja, hängen wir von diesen hier noch einige Wagen dran. Und dann sollte die ganze Sache eigentlich ganz gut passen. So, wie viele wollen wir denn dranhängen? Wie lang war denn nochmal der Bahnhof? Gerade mal, um das nochmal zu checken. Schon wieder vergessen. 320 Meter, meine Güte. Wird aber ein langer Zug. Ob der überhaupt vom Fleck kommt? Wir werden es sehen. Oh, ein Waggon zu viel. So, den Waggon wieder weg. Und ab geht's. So, der wird eine ganze Weile brauchen, bis der hier aus dem Depot rauskommt. Und ihr seht, das ist hier wie Zauberei. Ja? Der Zug ist länger als das Depot. Das ist wie wenn man ein Karnickel aus dem Zylinder rauszieht. Und dann noch ein Karnickel und noch ein Karnickel und noch ein Karnickel. Und man denkt sich, wie viel Karnickel passen denn in diesen Zylinder rein? Oder in unserem Fall in diesen Zug, in dieses Zugdepot. Ich habe mal kurz Zeitraffer reingemacht, weil sonst sind wir bis morgen noch hier, bis der Zug ausgefahren ist, und da ist er draußen. Ja, schaut sehr gut aus, füllt auch wirklich den gesamten Bahnhof aus. Mein Gott, ist der lang. Meine Güte, der wird wahrscheinlich kriechen, weil er einfach nicht genug Geschwindigkeit drauf kriegen wird. Trotz des Triebwagens, aber sieht schon edel aus. Sieht schon edel aus, das Ganze. Und sobald hier anfangen, die Passagiere herzukommen, um damit zu reisen, wird sich, denke ich, die Sache dann auch lohnen. Schauen wir mal kurz, ja, eine Frequenz von 5 Minuten ist, denke ich, auf jeden Fall okay. Kann man mit leben. So, und jetzt sollten wir natürlich gucken, dass wir auch hier schon für eine passende Anbindung sorgen. Am liebsten würde ich natürlich hier auch wieder dieses Monstrum bauen. Und wenn es vom Platz her machbar ist auf dieser Kreuzung, würde ich es auch direkt auf diese Kreuzung mit draufsetzen. Allerdings wird mir gerade klar, dass wir auf dieser Kreuzung niemals die Straße verbreitern werden. Können, sollten, müssten, oder? Doch, es geht. Vielleicht geht es sogar... Oh ja, also okay, machen wir jetzt nicht, weil das würde alle Häuser zerstören, aber dann
verbreitern wir das hier schon mal zusätzlich. Nicht, dass wir närrischen Tüxi uns nachher ärgern müssen, weil wir nicht mitgedacht haben. So, ich mache jetzt einfach mal so die Straßen, die für mich wie die Hauptstraßen aussehen. Ja, komm. Hier bis hierhin auf jeden Fall auch. Ach komm, auch diese hier. Was soll der Geiz? Das finde ich ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt hier halt breiter wird. Das über... Es macht halt keinen Sinn. Es widerspricht meinem ästhetischen Grundsatz, liebe Schuppenkriechtiere. Aber gut, wir lösen das einfach so. Und sagen dann, mit Harry Potters Zauberstab macht das wieder normal. Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. So, dann brauchen wir natürlich hier das hier noch. Oh, und ich sehe gerade, Bau nicht möglich. Warum auch immer du uns den Bau nicht erlauben willst, offenbar wegen dieser komischen Kreuzung hier. Dann machen wir es halt so. Und sagen ihm jetzt aber, nein. Offenbar ist das hier nicht okay für ihn. Dann sagen wir, okay, jetzt aber. Und jetzt können wir das mit Sicherheit miteinander verbinden. So ist es. Man weiß auch nicht genau, warum hier so gezickt wurde, aber jetzt hat es ein Ende mit den Zickereien. So, zack, okay, jetzt haben wir noch ein Gebäude zerstört, aber who cares, liebe Schuppenkriechtiere, who cares? Uns mit Sicherheit nicht. So, und jetzt wollen wir natürlich hier eben... Okay, nein, ich sehe gerade, wir sind schon viel zu spät dran. Beziehungsweise die Episode ist schlicht und ergreifend schon ja über ihren Zenit und ich würde sagen, wir setzen das Ganze in der nächsten Episode fort. Deswegen machen wir mal kurz den Zeitraffer an, dass wir einmal hier mit unserem langen Passagierzug fahren können. Hüpfen hier einmal rein und gucken uns einfach die Tunnelfahrt an. Da werden wir mit Sicherheit wunderschöne Panoramen zu Gesicht bekommen. Nein, natürlich nicht. Was will man schon in einem Tunnel groß sehen? Aber egal. Liebe Schuppenkriechtiere, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr das Ganze kommentieren wollt, dann nutzt dafür immer gerne die Kommentarfunktion. Und wenn ihr mir helfen wollt, dass noch mehr Schuppenkriechtiere den Weg auf unseren Kanal finden, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr über eure sozialen Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Google Plus oder eben Twitter meine Videos teilt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.